Internationale Spitzenkeramik präsentiert sich in Koblenz. Und Koblenzer Handwerkslehrlinge bereiten sich auf ihre Reise ins Ausland vor. Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe von HWK TV, die zunächst in die Galerie Handwerk der Handwerkskammer Koblenz in die Ritzerstraße entführt. Hier fasziniert die Ausstellung Keramik spricht viele Sprachen. Die Arbeiten von renommierten Künstlern aus Taiwan, Großbritannien, Frankreich, China oder den USA zeigt. Die Zusammenstellung geht auf das Keramiksymposium Römhild von 2011 zurück. Der kleine Ort in Thüringen wird dann zum begehrten Ziel von Keramikern aus aller Welt, die sich mit ganz unterschiedlichen Arbeiten bewerben. HWK-Ausstellungsleiterin Cornelia Schmitz-Groll erläutert Hintergründe und informiert über die aktuelle Präsentation in der Galerie Handwerk. Keramik spricht viele Sprachen ist eine Ausstellung der Galerie Handwerk, die noch bis zum 29. September dauert. Wir haben täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet und zeigen hier die Ergebnisse der Römhild-Symposien, die 1975 begonnen sind, dann mit der Wende eine Zeit der Pause hatten und wieder aufgenommen wurden, eigentlich 2008. Bei diesen Symposien werden jeweils 25 Keramiker aus der ganzen Welt eingeladen, die dann 5 Wochen in Römhild arbeiten. Und was Sie hier sehen, sind halt eben ganz verschiedene Ergebnisse aus diesen Symposien. Einer der ausstellenden Keramiker ist David Jones aus England. Seine Installation zeigt in einem Blechregal gestapelt organisch wirkende Keramiken, die nur schwer erklärbar sind in Form und Funktion. Und doch üben sie auf den Besucher eine magische Anziehungskraft aus. Was Jones hier zeigt, leitet sich aus den Fotografien der US Army ab, die 1945 mit der Befreiung von deutschen Konzentrationslagern entstanden sind. Ein unbequemes Thema über politische Keramiken transportiert. Knochen, Schuhe, Brillen, Schmuck und Kiefer sind als Unikate in Ton geformt und sollen ein Stück Identität zurückgeben, die den Opfern des NS-Regimes in den Konzentrationslagern genommen wurde. Aus Menschen wurden Nummern, aus persönlichen, wichtigen Objekten wie Eheringen, reine Wertmassen, die eingeschmolzen werden sollten. David Jones hat mit seinen Arbeiten ein Stück Familiengeschichte aufgearbeitet, denn seine Großeltern sind im KZ in Sachsenhausen, in Auschwitz, umgekommen und er hat erstmals in Deutschland damals diese Situation aufgearbeitet, hier ein Regal geschaffen, das an die Betten in den KZ-Baracken erinnert und für die Ausstellung den Raum bietet, in dem jetzt die Keramiken zu sehen sind. Doch auch die weiteren Arbeiten der Ausstellung Keramik spricht viele Sprachen beeindrucken mit ihrer Einmaligkeit. Die Keramiker sind bei der Umsetzung ganz eigene Wege gegangen. Mutig, einfallsreich und hinter allen Objekten steckt eine besondere Botschaft, die in der Ausstellung noch bis zum 29. September erklärt wird. Um Erklärung geht es auch bei diesem Projekt. Studenten der Hochschule Koblenz bereiten im Rahmen eines Seminars Lehrlinge aus Handwerksbetrieben der Region auf ihr Auslandspraktikum vor. Annika Verkoyen, 22-jährige Studentin im Fachbereich Soziale Arbeit, nennt Motive und Hintergründe. Der Hintergrund ist, wir sind Studierende der Hochschule Koblenz und wir müssen über drei Semester ein Projekt entwickeln, durchführen und am Ende auch analysieren. Und im Vorhinein hat Frau Heiden hier von der Handwerkskammer Koblenz Organisatorisches geklärt, aber wir dachten, dass es auch noch gut wäre, interkulturelle Aspekte reinzubringen, wie interkulturelles Lernen. Oder auch um zu schauen, wie deren Kompetenzen sind, was müssen sie persönlich noch weiterentwickeln, was sind ihre Ressourcen. Beim Projekt geht es nicht nur darum, Land und Leute den Jugendlichen näher zu bringen, sondern auch interkulturelle Werte zu vermitteln. Das schließt Sozialkompetenz mit ein, wie auch die bewusste Bearbeitung der Frage, was man für sich und andere von einem solchen Praktikum erwarten kann. Für Luca Dahlem, 19-jähriger Anlagenmechaniker aus Waldesch, geht es demnächst in die Schweiz. Das ist am 28. fahre ich in die Schweiz. 28.09. Bei Planung und Durchführung des Auslandspraktikums, koordiniert über die Mobilitätsberatung der Handwerkskammer Koblenz und gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Europäischen Union, Europäischer Sozialfonds, werden die Jugendlichen nicht alleine gelassen und loben gerade bei der Vorbereitung die intensive Unterstützung durch die Handwerkskammer Koblenz. Man hat immer gut Kontakt zu den Vertretern, Betreuern auch und bisher hatte ich auch keine Probleme, also einwandfrei. Wenn man eine Frage hat oder so, man kriegt sofort eine Antwort oder es wird sich auf jeden Fall sofort drum gekümmert, also das ist auf jeden Fall super.
Auch für Steffi Schüller geht es Ende September ins Ausland. Aber nicht wie für Luca Dahlem Richtung Süden, sondern nach Irland. Und damit ganz weit nach oben ins nördliche Europa. Ich weiß leider noch nicht, in welchen Betrieb ich komme. Das ist in Irland wohl immer so ein bisschen kurzfristig alles. Ich erwarte natürlich, eine ganz andere Arbeitsweise mal kennenzulernen und ein anderes Team kennenzulernen und zu gucken, wie die Arbeitsmoral einfach in Irland ist. Mit ihren Erfahrungen werden die Handwerkslehrlinge sicher nicht nur beruflich reifen, sondern auch persönlich. In wenigen Wochen startet ihr Auslandseinsatz und führt die Jugendlichen auch nach Spanien und Frankreich. Wer sich für die Möglichkeiten eines Auslandspraktikums interessiert, findet bei der Handwerkskammer Koblenz Ansprechpartner und umfangreiche Informationen. Und natürlich eine individuelle Betreuung und optimale Vorbereitung.